Zeichen, das sind ja Symbole. Und das ist immer 4 ist Öffnen und 40 ist Gestaltwerdung. Einatmen, ausatmen. Ausatmen, einatmen. Ausatmen, einatmen. Und das macht permanent Flächen, weil ja alles flach ist. Da kommt dann eine richtige Geistesphysik. Das heißt dazu, dass das Wissen in euren Geist ist wirklich eine Matrix mit einem Computer, aber alles nur geistig. Es ist ausgedacht. Das Leben ist so was Wundervolles. Und es ist eigentlich die Sünde, es ist nicht zu genießen. Jetzt ist natürlich die Vorstellung, was ist Genuss? Genuss ist nicht großes Auto oder das sind Dogmen. Was nicht heißt, dass man es ablehnen soll. Ganz im Gegenteil, jetzt lass doch mal die Botschaft sein, mit dem Einverstanden, was da ist. Und alles, was da ist, ist immer in einem gewissen Maß nur empfindbar durch einen Vergleich. Du bist deines eigenen Glückes Schmied. Demut hat nichts damit zu tun, dass man ein Griecher werden muss, sondern ganz im Gegenteil, ich kann eigene Meinung haben und kann den Mund halten. Eigene Meinung ist was anderes wie Rechthaberei. Die Meinung, die soll man nicht vertreten, sondern die soll man haben. Man teilt eigentlich die Menschen oder den Mensch. Und wirklicher Mensch bist du erst, wenn du in diese Beobachtung kommst, wenn du Geist wirst. Ein, zuerst in die Gescheiten. Das sind die Geschiedenen, die bloß rechthaberisch sind. Die nächste Stufe, das sind die Klugen. Der kluge Mensch, der hat sich so weit im Griff, dass er zwar viel zu sagen wüsste, aber er verkneift es sich. Der kluge Mensch braucht aber noch Energie, um sich das zu verkneifen. Der muss sich immer noch zurückhalten. Der hört dann innerlich immer, Mensch, halt den Mund, es ändert eh nichts, halt den Mund, es ändert eh nichts. Er hält den Mund. Der weise Mensch, von außen gesehen unterscheidet er sich nicht von einem klugen Menschen, er sitzt halt einfach da. Aber er braucht innerlich keine Energie mehr im Mund zu halten, weil er verstanden hat, dass es nichts bringt. Das heißt, der hat es eigentlich richtig, der ist in der Ruhe. Und jetzt gibt es die höchste Stufe, das ist die Heiligkeit. Und dann sitzt du nur noch da und du lächelst, die macht das. Das ist auch Verstehen, Heiligkeit ist Verstehen, reines Verstehen. Und dieses Verstehen hat nichts damit zu tun, dass du was begreifen müsstest. Es reicht, wenn du tief weißt, dass alles, was da ist, gut ist. Steht in der Bibel schon jedes Mal. Bei jeder Schöpfung, es ist gut und am Schluss heißt es, es ist sehr gut. Und wenn ich jetzt merke, dass mein kleiner Geist, meine kleine Logik anderer Meinung ist, dann sage ich, was weiß ich schon. Der wird sich dabei schon was gedacht. Und du wirst dich wundern, was das für eine Medizin ist. Was ist natürlich hier nötig, ist das Vertrauen. Du musst dich auf etwas einlassen, was du nicht kennst, aber was du letztendlich selber bist. Und wenn du den Mut hast und die Geduld, wie war das am Anfang, vor allem die Fähigkeit, sich nicht vorschnell täuschen zu lassen, dann würde ich das in eine vollkommen neue Welt führen. Das ist dieser Rückenwind. Du bist der Hauptgewinner. Du hast das hoffnungslos gezogen. Du mein Rückenwind. Und du darfst nie vergessen, ich bin du. Darum heißt es auch im Hebräischen, dass Gott jeden Menschen auf dieser Hirnfahrt begleitet. Das heißt, alles, was ihr nicht macht, mache ich auch mit, weil ich nämlich du bin. Und das, was ihr an den Nächsten an, tut ihr auch mir an, weil ich auch der Nächste bin. Und man kann hier das Gesetz über alle Gesetze stellen, einfach das, was du nicht willst, dass man dir auch noch das durch keinen anderen an. Möchtest du beschissen werden? Das ist immer wieder die Angst. Und nochmal die Angst. Es ist hier dieses Alleinsein, Alleinsein. Hat zwei Seiten. Einmal Alleinsein und das Alleinsein. Wenn du einen Menschen nimmst, jetzt in eurer Weltvorstellung, der andere Menschen zum Essen einlädt, Essen ist Sein, dann hat es für einen Materialisten unterschiedliche Gründe. Zum Beispiel ist es ein Geschäftsessen, dann mache ich das einfach, weil ich mir irgendwie ein Geschäft ausrechne. Oder ist es ein Familienessen, runder Geburtstag, eine Hochzeit, ist auch oft ein Geschäft im Hintergrund. Aber jetzt kommt eine eigenartige Situation, ich bin allein. Und dann lade ich Menschen ein, weil ich nicht allein sein will. Aber was macht jetzt einer, der wirklich das Alleine ist, der ist ja dann auch alles, dann heißt er, letztendlich er lädt sich selber ein.
Ich lade euch ein zum Essen. Essen heißt Sein zum Leben. Und jetzt ist es nach dem, was die Esoterik so schön macht, das Gesetz des Ausgleiches, was dann hier gerechtfertigt wird, dass man sehr, sehr viel Geld für Lehrlinge nimmt. Und wenn die richtig gut sein sollen, müssen sie natürlich richtig teuer sein. Diese Aussagen liegen an der Kugelschreiberfarbe. Mach das, was meine Prediger predigen, aber mach um Himmels Willen nicht das, was sie tun. Es schmälert nicht die Aussage jetzt nur an sich. Und es gibt jetzt so viele von, angefangen von Gesprächen mit Gott, über das Lola-Prinzip, Buch des neuen Bewusstseins, Ella Kensington, sind lauter Bücher, die, wenn ihr lest, immer, immer und immer wieder von allen möglichen Seiten genau dieses Prinzip des Lebens beschrieben wird. Das Einzige, was immer wenn aufstößt, was jetzt auch einen Sinn hat, dass wenn du hinten hinkommst, kriegst du irgendeine Adresse, wo du für ein paar tausend Mal den Lehrgang gucken kannst. Jetzt ist natürlich ganz interessant, wenn ich jetzt wach bin, ich soll ja nicht kritisieren, ich suche ja bloß nach Fehlern und sage, was spielt er mir jetzt ein? Dann ist es ganz interessant, dass hier im großen Kontext, in den ganzen Büchern gelehrt wird, es gibt keine Welt außerhalb von dir, es gibt keine Zeit, du musst dir keine Sorgen machen, sorge dich nicht um morgen. Das stimmt. Aber wieso gehen die dann für ein Schweinegeld hergehen? Offensichtlich glauben die das, was sie predigen, selber nicht. Weißt du, ich finde es so toll, wenn du eine Esoterik-Zeitschrift aufschlägst, und jetzt ist hier eine ganzseitige Anzeige, die kann man ja buchen, die kostet in dem Verlag 12.000 Mark, Österreich, ein Lehrgang, und da ist die Überschrift, das Leben ist nur wie ein großes Biocomputerprogramm, ändere dein Programm und du änderst die Welt. Und da gibt es jetzt einen 7-Tage-Lehrgang für 6.000 Euro. Jetzt ist es natürlich super, wobei, was ich mich jetzt frage, wenn es den jetzt geben sollte, wieso verändert er seine Welt nicht ganz einfach so, wenn er das kann? Wieso gibt er für Schweinegeld eine Anzeige auf, dass irgendwelche Leute zu ihm kommen und ihm Geld bringen? Ich muss doch den Umweg gar nicht gehen, ich verändere sich das einfach in meinem Kopf. Also kann der definitiv das überhaupt nicht wissen, wie das funktioniert. Das scheint logisch. Um das etwas zu unterstreichen, ich denke mir einfach, ich habe einen todsicheren Lotto-Tipp. Und jetzt gebe ich eine Anzeige auf, ob das Tippsysteme sind. Hier, für 39 Mark kannst du dir einen todsicheren Lotto-Tipp kaufen. Und du hast mit 99% Wahrscheinlichkeit einen Sechser. Wenn man jetzt etwas mathematisch denkt, sieht es so aus, was macht es eigentlich für einen Sinn, wenn der wirklich funktioniert? Dann muss er definitiv nicht eine Anzeige aufgeben, dass Leute zu ihm kommen und das verkaufen, weil dann habe ich ja genügend Geld. Jetzt kann er natürlich sagen, ach, ich bin ja ein Menschenfreund, ich will, dass meine Mitmenschen auch was bekommen. Und dann sage ich jetzt für einige, die wissen, was ich meine, tu sei mächtig. Wenn nämlich unheimlich viele diese Zahlen stellen, dann kriegst du auf einen Sechser 50 Mark ausgezahlt, bete, dass du einen Dreier hast. Der hat nämlich eine wesentlich höhere Quote. Das heißt, ich schneide mir ja ins eigene Knie. Das heißt, das ist immer unlogisch, das ist diese ganze Bauernfängerei. Was ist auch mit der Armut, mit der neuen deutschen Armut? Jetzt sagst du mal, jetzt, macht euch immer wieder bewusst, jetzt, es gibt nur hier und jetzt, großes Weltbild, kleines Weltbild. Definitiv, wenn ich jetzt das chronologisch zeitlich sehe, zu 99% der Zeit schlaft ihr. Ihr seid im Außen, ihr seid in der Vergangenheit und ihr seid in der Zukunft. Alles denkt ihr natürlich jetzt. Und ich habe schon mal gesagt, das Ganze baut sich auf, das mit zwei Bildern. Wenn ihr euch jetzt zum Beispiel die Zahl 5 und die Zahl 3 denkt, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, die zu verknüpfen. Ich kann es 5 plus 3 machen, ich kann 5 minus 3 machen, 5 durch 3 und 5 mal 3. Und ich habe jedes Mal ein anderes Ergebnis. Das ist jetzt eine Metapher, ein Beispiel. Und wir setzen jetzt 5 und 3 einfach als zwei unterschiedliche Bilder. Ich habe das schon mal erzählt. Das heißt, es ist wichtig, dass ihr das begreift. Ich will nicht sagen, wie euch Gefühle einhandelt, wie Raum entsteht, rein jetzt gefühlsmäßig. Da kann man sich dann, wenn man technisch wird, noch wesentlich tiefer gehen, dass ich jetzt sage, ihr seht mich jetzt, ihr seid jetzt in Almina. Vorstellung. Das ist im kleinen Weltbild. Und jetzt denkt jeder von euch an eure Wohnung. Diese Wohnung, obwohl ihr mich seht, habt ihr im Hinterkopf, man kennt es als Gedanke im großen Weltbild, eure Wohnung. Das nenne ich jetzt 5 und 3. Und jetzt verknüpft man die folgendermaßen, dass ihr euch jetzt
an die Wohnung erinnert, und zwar im Zusammenhang, wie ihr losgefahren seid. Jetzt habt ihr das Gefühl von Vergangenheit. Jetzt erinnert ihr euch dran, wie weit ist die Wohnung von hier entfernt. Jetzt habt ihr das Gefühl von einer räumlichen Entfernung. Und jetzt erinnert euch dran, wenn ihr wieder heimkommt. Und jetzt habt ihr das Gefühl von Zukunft. Es sind vier verschiedene Gefühle. Und jedes Gefühl ist immer nur dann da, wenn du dir es errechnest. Aber die Substanz jeder Gefühle sind diese zwei Bilder, sind immer dieselben Bilder. Ich verknüpfe die nur in einem anderen Kontext und dann kriege ich dieses Gefühl. Und wer kennt es nicht, wenn ich euch sage, es gibt keine Zeit, dann meine ich damit, dass es nicht irgendetwas gibt, was außerhalb oder unabhängig von euch fließt, dass irgendwelche Sterne sich bewegen, wenn ihr nicht dran denkt, weil die erst gar nicht existieren, wenn du nicht dran denkst. Und wenn du dran denkst, denken sie in deinem Kopf. Es sind sie in deinem Kopf und es spielt auch keine Rolle, ob jetzt die im Großen oder im Kleinen Welt beziehen, die sind in diesem kleinen Welt beziehen, das heißt, wenn du die sinnlich wahrnimmst, auch in deinem Kopf. So wie ich jetzt in eurem Kopf ist, denn alle Dinge sind in eurem Kopf. Alle Geschichten, Geschichten sind Geschichten. Ich sage Geist, für G setzt der Geist, das sind geistige Schichten, die ihr durch Blätter abrufen könnt, wieder dein. Momentan kriegt ihr die eingestellt. Wenn ich sage, es gibt keine Zeit, tausendfach, habe ich nicht gesagt, dass es nicht das Gefühl von Zeit gibt, es existiert aber nur, wenn ihr daran denkt. Und das ist was sehr, sehr Dehnbares. Wer kennt es nicht, dass 10 Minuten aufgeregt auf was warten, eine Ewigkeit dauern und dass auf der anderen Seite eine Woche, ich komme am Heim, ich weiß so, nebenbei läuft vielleicht der Fernseher und ich weiß, es ist eine wöchentliche Sendung und dann schaue ich rein. Und dann sage ich, Mensch, ist das schon wieder Woche? Das war erst gestern. Wer kennt das Gefühl nicht? Zeit ist ein seltsames Ding. Wenn du sie beobachtest, dann kriecht sie wie eine Schnecke. Versuche mal, eine Minutenzeiger zu beobachten. Du willst, dass sich was bewegt. Schau auf die Armbanduhr und schau dir diesen Minutenzeiger an. Ganz interessant, wenn du keinen Sekundenzeiger hast. Wenn du sie aus den Augen verlierst, macht sie riesengroße Sprünge. Am besten, ihr verliert sie aus den Augen. Gefühl von Zeit ist, bei einer Zeitlosigkeit, wenn ich was sehr Interessantes tue, existiert das Gefühl von Zeit nicht. Und wenn ich jetzt wieder irgendwas will oder erwarte, wer kennt es nicht, die längsten 4 Wochen eines Kindes sind die 24 Adventskalenderfensterchen. Oder vor allem, wenn ich ganz gierig auf meinen Urlaub bin, die Woche davor. Was übrigens ganz interessant ist, das wissen viele von euch, ist euch schon mal aufgefallen, dass die Woche vorm Urlaub bis zum Urlaub ungefähr 10-mal so lang dauert wie die 14 Tage Urlaub? Es ist, ihr macht euch das alles. Es ist nur, Leben wird interessant, wenn man anfängt, sich selbst zu beobachten. Diese Gesichter, die auftauchen, ein Einatmen, erschaffen, vernichten, erschaffen, vernichten. Bloß was du vernichtest, das heißt, du veränderst deinen Standpunkt. In dem großen Ganzen, das ich bin, ist immer alles gleichzeitig da. Wenn du ein Fernsehprogramm dir ansiehst, dann siehst du jetzt ein Fernsehprogramm, wobei dieses Fernsehprogramm nicht das einzige ist, das es ist, es gibt wesentlich mehr. Und die Programme, die du einschalten kannst, sind noch lange nicht die, die da sind. Das heißt, alle anderen Programme sind im selben Augenblick da. Und jetzt flechten wir die Zeit mit rein. Ich denke mir jetzt ganz einfach, in einem Programm läuft Raumschiff Enterprise. Wir schreiben das Jahr 2400 und bla bla bla. Endlose Zeiten und Welten. Jetzt machen wir einen Film, dass wir sagen, der läuft eben jetzt, in der Gegenwart, um das Jahr 2000. Dann denke ich mir an den Film, der läuft um das Jahr 1500. Dann denke ich mir an den Film, der läuft so im Sandalenfilm, wie man so schön sagt, Jesuszeit. Und jetzt denke ich mir Moses, 2500 vor Christus. Und jeder dieser Filme, solche Filme gibt es, die laufen auf unterschiedlichen Programmen zum selben Zeitpunkt. Und dann kannst du hin und her schalten. Du siehst die Filme immer jetzt. Und plötzlich springst du in die Vergangenheit, aber der Film läuft nicht früher oder später, sondern jetzt. Und wenn du ihn nicht anschaust, ist er auch jetzt da, als Seinsmöglichkeit im Hintergrund. Und der ganze Komplex, das Geheimnis der Schöpfung, was hier so eine Unendlichkeit entfaltet, das zeigt die Mathematik, Chaosmathematik, Fraktal.
Das ist natürlich jetzt der Otto-Normalverbraucher überfordert, obwohl das unheimlich simpel ist, wenn man sich einmal damit auseinandersetzt. Muss man selbstverständlich nicht. Man kann nicht alles wissen, was zuerst einmal für wichtig ist, in die Ruhe zu kommen. Aber ihr werdet feststellen, es gibt kein Fachgebiet, es gibt keine Frau, ohne die ich mich leben könnte. Und Frau steht einfach, ich weiß, für ein logisches Programm, für ein Grundprogramm. Und es gibt auch keine Frau, ohne die ich nicht leben könnte. Das heißt also, jedes Programm kann ich annehmen. Und jedes Programm wird meine Welt machen. Ich tausche es aus und dann habe ich neue Welt. Und jetzt ist, was ihr Angst habt mit Vergessen, ich will euch jetzt sagen, das, was ihr jetzt ich nennt, dieses Bewusstsein, werdet ihr nie verlieren. Das ist der Haken bei der Reinkarnation. Ihr seid immer dasselbe Ich, aber nicht das Gleiche. Was ist der Unterschied zwischen Selbes und Gleiches? Und das Gleiche ändert sich. Es ist zwar auch dasselbe und das Gleiche, pass auf, der Unterschied zeigt sich im G. Wir haben zwei verschiedene Gs. Ich werde es nur in der Sprache einflüchten, müsst ihr euch nicht merken. Das G im Hebräischen, das Gimmel ist die Zahl 3, das ist Synthese. Im Hebräischen ist Alphabet, heißt Aleph, Bet, Gimmel. Im Griechischen ist es Alpha, Beta, Gamma. Wobei das Griechische wesentlich später kommt, man merkt es an der Zahl, das ist eigentlich kein Alphabet, sondern genau genommen das ist ein Alephbet. Wenn man das wirklich nimmt. Aber was jetzt entscheidend ist, wenn man ins Lateinische geht, dann ist es ABC. Das heißt, wir haben es mit zwei verschiedenen Dreien zu tun. Das ist auch 3. Wenn ich das jetzt einfach mal von der Reihenfolge, wenn ich das durchlaufen lasse und ich zähle das durch. Was ist der Unterschied zwischen G und C? Beides ist 3. 3, haben wir gesagt, steht für Synthese. These, Antithese, Synthese. Es ist ganz einfach. Das G ist eine Einheit, eine polare Einheit, die ist statisch. Und wenn ihr mit einem C zu tun habt, dann habt ihr mit einer sogenannten Identität zu tun. Was ist der Unterschied zwischen einer Einheit und einer Identität? Man sagt doch, das ist identisch. Formelmäßig ist es so, dass Identität identus heißt, immer ständig wiederholen. Das heißt, wenn ich dich jetzt frage, bist du jetzt dasselbe Ich wie vor 10 Jahren? Dann musst du sagen, ja. Du hast dich vor 10 Jahren Ich genannt und nennst dich jetzt Ich. Bist du jetzt das gleiche Ich? Und dann musst du sagen, eigentlich nicht. Weil du ja jetzt ein ganz anderes Äußeres hast, die letzten 10 Jahre hat sich in deinem Bewusstsein ja was verändert. Du hast Erfahrungen gemacht. Erfahrungen machen dürfen. Es ist immer wieder diese Erfahrungen machen dürfen. Der normale Mensch hat so wahnsinnig Angst, etwas verkehrt zu machen. Die erste Botschaft ist ganz einfach. Den einzigen Denkfehler, den ihr wirklich begehen könnt, ist, dass ihr euch permanent selber einredet, ihr könnt einen Fehler machen. Wenn ich euch da gesagt habe, ihr schlaft jetzt, kannst du dir dann Traum aussuchen? Du musst dir das anschauen, was ich dir träumen lasse. Du befindest dich jetzt in einem Traum. Es erscheint unheimlich echt, ich weiß es. Aber zählt eins und eins zusammen, beobachtet euch. Ich kann mir nicht raussuchen, wenn ich wach war, ich bin plötzlich da. Ich weiß in dem Moment noch nicht einmal, ob es selber dunkel ist, wenn ich die Augen aufmache, sage ich. Und plötzlich habe ich ein blödes Geschwür, ich muss auf den Klo. Jetzt, wenn der Winter kommt, ist es eigenartig, ich will eigentlich gar nicht. Mir gefällt es im Bett besser, aber ich muss und irgendwann treibt mich das aufs Klo. Und dann kriege ich Hunger auf irgendwas Bestimmtes, haben wir alles schon gehabt. Es ist wichtig, ihr müsst euch das immer wieder selber revidieren. Jetzt kannst du sagen, wie soll ich das revidieren, wenn ich doch keinen Einfluss darauf habe, was ich denke? Das ist jetzt eine ganz geistreiche Frage. Auf der einen Seite behaupte ich, du hast nur Einfluss darauf, was du denkst, und auf der anderen Seite sage ich dann wieder, du musst dir das immer wieder in Erinnerung rufen. Es scheint sich wieder zu widersprechen. Das widerspricht sich nicht, sondern das ist wie mit dem Kreis und mit der Dreieck. Das, was das auslöst, ist euer Interesse. Sag mir, mit wem du gehst und ich sag dir, wer du bist. Sag mir, für was du dich interessierst und ich sag dir, was du zu sehen bekommst. Das heißt, ihr steuert nicht mit Wollen, sondern mit einem tiefen Interesse. Wenn dich was aus tiefem Herzen interessiert, wirst du automatisch das eingespielt bekommen. Romana interessiert sich für Astrologie und plötzlich taucht da immer mehr Bücher auf, weil es ihr Spaß macht. Und ein anderer interessiert sich halt für was anderes und das taucht auf. Und der Bühne sieht halt ab und zu einen Golfplatz. Und dann sind wieder welche, die ziehen das Ganze auf den Golfplatz, weil sie keinen Bezug dazu haben. So lebt jeder in seiner eigenen Welt, die gesteuert wird von Wünschen.
Es ist völlig gleichgültig, was für Wünsche ihr habt. Es geht immer um die Urteile. Bloß das Begehren, das Wollen sollte das Recht sein. In erster Linie sollte man sagen, ich will das, was Gott will. Das nennt man Bhakti-Yoga. Da kommen dann Erkenntnisse in den Heiligen Schriften, dass der einzige Weg in die Erlösung des Bhakti ist. Was verwundern sollte, ist, dass genau das im Hinduismus nicht gemacht wird. Es ist immer wieder Wollen. Es ist, man zieht sich rein, was man will was verändern. Ich habe das gestern Abend so ein schönes Gespräch gehabt, hier und jetzt gedacht. Da sind auch diese Meister, wenn ich jetzt hier im Hinduismus gehe, was so ein bekannter sind, Maharishi, Osho, sprich Bhagwan, dass die Grundlehren dieses Konzeptes ist überall gleich. Es gibt keine Zeit, es taucht auf, es verschwindet. Aber jetzt kommt im Hintergrund der Materialismus und jetzt ist es, dass zum Beispiel Maharishi, der es richtig schön sagt, mit Seifenblasen, die aufstauben, bis an der Oberfläche Wellen geworfen werden, müssen wir jetzt eine gute Physik im Hintergrund, ist ihnen natürlich auch angefallen, weil sie ihnen denken, wie soll es denen überhaupt geben, wenn du nicht an ihn denkst. Also behalte dich möglichst in dem Bereich deiner eigenen Daseinssphäre auf. Aber was jetzt wichtig ist, dass die auf der einen Seite, wenn du diese Bücher liest, und ich bleibe jetzt mal, es wirklich geben, wir denken uns die jetzt aus, wir nehmen das an, dass die zuerst einmal ein elementares Grundgesetz in der hinduistisch-buddhistischen Lehre hochhalten. Und dieses Grundgesetz ist jegliche Form von Wollen, das heißt hier so symbolisch, jede Form von fruchtbringender Handlung muss vermieden werden. Im buddhistischen System sind es diese drei Sachen. Positive Resonanz oder negative Resonanz. Habe ich positive Resonanz, wiederholen sich die Bilder, habe ich negative Resonanz, wiederholen die sich auch. Wenn ich positive Resonanz habe und sich die Bilder wiederholen, dann habe ich kein Problem damit. Was aber nichts an der Tatsache ändert, dass du dich durch das Wiederholen immer wie ein Hamster in ein Laufrad drehst. Positive Resonanz auf eine Barbiepuppe, weil ich immer im Kindesalter halte. Jetzt ist natürlich, wenn du in einer Übergangszeit hingehst und du sagst jetzt zu dem Kind, pass auf, solange du gern mit Barbiepuppen spielst, bist du ein kleines Kind. Und das Kind hat jetzt schon Ego und es will kein kleines Kind mehr sein. Und es verkneift sich mit Barbiepuppen zu spielen. Deswegen wird es noch lange nicht erwachsen. Es ist in dem Hintergrund ein wichtiger Grundsatz, Kaufmannsdenken muss weg sein. Das sind jetzt Regeln, wo ich euch sage, die sich immer mehr überschneiden, die eigentlich immer auf demselben System aufbauen. Kaufmannsdenken muss weg sein. Was ihr tut, egal was ihr tut, ich sage es oft genug, selbst wenn ihr ihn umbringt, für mich ist nicht entscheidend, was ihr tut, weil ich lasse es euch ja tun. Sondern für mich ist entscheidend, mit welcher Motivation, das heißt, warum ihr das tut. Und ich habe euch das letzte Mal hier und jetzt gedacht, die da waren, dieses One-Night-Stand-Beispiel gemacht. Dieses One-Night-Stand-Beispiel, da haben sich dann auch einige relativ aufgestoßen gefühlt, nicht mir gegenüber. Aber es ist eben einfach so, weil das ihre Moral nicht verkraftet hat. Was ist das One-Night-Stand-Beispiel? One-Night-Stand ist klar, irgendeine Frau geht aus, trifft einen Typen, sitzt das erste Mal und steigt den ersten Abend mit ihm ins Bett. Wohlgemerkt, wir wollen hier nicht über Moral reden, mir geht es um was ganz was anderes. Was mir einfach wieder braun ist das hier. Das ist Geheimnis, dieses Kreuz ist das Geheimnis der Welt. Wir machen nochmal diese vier Möglichkeiten durch. Es gibt vier Möglichkeiten. Wir setzen jetzt dieses Plus, setzen wir, wann als denn passiert, Minus setzen wir, es passiert keiner. Passt auf. Und ihr müsst jetzt zuhören, lasst eure Moral weg. Es ist ganz entscheidend, wenn ihr das begreift, es reduziert euren Ärger, eure Sorgen und es multipliziert ganz gewaltig eure Lebensfreuden, wenn ihr dieses wirklich verstanden habt. Ich denke mir, zwei junge Frauen und die gehen Freundinnen, die gehen miteinander aus, Singles, irgendwo in der Stadt, in einem Club,
Club, Diskotheken gibt es ja, das sind jetzt Clubs. Und jetzt die eine, die lernt einen kennen, einen Buschen. Findet sie total toll, der fordert sie zum Tanzen auf, die unterhalten sich und es springt dieser Funke über. Es ist einfach, sie ist total begeistert von ihm, er ist total begeistert von ihr. Das Gespräch, es fließt, es ist auch eine Harmonie da. Und beide haben jetzt nach einigen Stunden eine tiefe Sehnsucht, miteinander zu kuscheln. Und die geht mit denen am ersten Abend ins Bett. Die andere, ihr Freundin, lernt auch einen kennen, die wird von einem Macker angesprochen. Ja, der ist ganz nett. Hat der Rolex und einen Armani-Anzug. Und jetzt tanzt die mit dem. Der haut sie zwar nicht von den Socken, aber sie hat mit einem Porsche hervorziehen. Und die denkt sich, den krall ich mir jetzt. So eine Sahneschnitte, riecht man nicht jeden Tag, ne? Den greife ich mir jetzt. Und die packert den an, dass das Hemd hergeht und landet am ersten Abend mit ihm ins Bett. Rein oberflächlich betrachtet, ist zweimal dasselbe passiert. Eine Frau geht aus, trifft einen Mann, den sie nicht gekannt hat, und landet am ersten Abend mit ihm ins Bett. Und ich sage euch, von mir als Gott, hat die erste sich perfekt verhalten und die zweite sich verkehrt. Die erste, wann hat es denn passiert, vollkommen korrekt, sie hat sich nämlich einfach den Moment hingegeben. Sie hat sich einfach hingegeben und hat, ich sage, genieße das, was da ist, vergiss all deine Moral, wenn sich das stellt, mach es. Man braucht natürlich ein ganz anderes moralisches Raster im Hintergrund. Die zweite, ich könnte jetzt einfach direkt sagen, das ist eine geldgeile Schlampe. Das heißt, die hat sich nicht hingegeben, sondern die hat sich eine Zukunft ausgerechnet. Vollkommene Berechnung. Kaufmannsdenken, die erste hat nichts berechnet. Die hat sich verliebt und hatte das Bedürfnis und hat nach, ist doch alles da, wie so eine Männer, wenn es Gott anbietet. Gut, jetzt gehen wir umgekehrt, plus und minus. Umgekehrt, wir sagen jetzt zwei Mädchen gehen aus. Und jetzt machen wir, was man zweimal verkehrt machen kann. Also verkehrt machen heißt, zweimal wird nicht ins Bett gegangen. Wir machen wieder den ersten Fall. Es ist eine, wieder dieselben, treffen aufeinander. Total, es macht Knall, große Liebe, zwitscher, zwitscher. Und jetzt beide tanzen eng. Und sie wird jetzt unheimlich gern mit den Schmusen und Kuscheln. Aber jetzt kommt die Logik. Ich kann doch nicht und dann bin ich doch eine Schlampe und was denkt ihr von mir? Jetzt mischt sich dieses ganze Moralgefüge ein, dieser ganze scheinheilige Dreck von Sexualität ist schlecht. Und die geht nicht mit ihnen ins Bett. Darum hat sie sich nicht korrekt verhalten, weil sie hätte den Moment genießen sollen, es war doch alles da. Ich muss sie nicht strafen, Strafe hat sie schon genug dadurch, dass sie es nicht gemacht hat. Ja? Jetzt machen wir die andere Seite, wo es auch nicht dazu kommt, dass eine ausgeht und die treffen auch wieder auseinander. Und jetzt ist es so, es kommt zu keinem One-Night-Stand mit ihnen ins Positive. Dass die jetzt einen Typen hat, der spricht ja an, der ist auch ganz nett, aber sie denkt sich, morgen früh möchte ich mit ihnen nicht unbedingt aufwachen. So, jetzt ist es so, aber da werden wir jetzt nicht danach mal schauen, was das für ein Typ ist. Und dann geht sie nicht mit ihm ins Bett. Und dann verhält sie sich korrekt, weil sie sich einfach so verhält, dass sie sich gut fühlt. Die erste hat sich auch nicht ins Bett gegangen, hat sich nicht gut gefühlt, weil sie näher kann. Aber ihre Moral hat sie zurückgehalten. Was jetzt hier wichtig ist, dieses Schema ist jetzt entscheidend für alles, was ihr tut. Wir machen statt ein One-Night-Stand, was viele aufschließt, ist immer die alte Moral, wo man noch in sich trägt. Zum Beispiel Arbeit gehen. Wenn du auf die Arbeit gehst, weil du meinst, du brauchst es, um Geld zu überleben, zum Überleben zu verdienen, musst doch immer wieder eine Riesenangst, ich muss doch was machen, ich brauche doch Geld, dann verhältst du dich, Arbeit gehen, verhältst du dich nicht korrekt. Wenn du einfach auf die Arbeit gehst, weil du sagst, Vater, dein Wille geschehe, ich lasse das jetzt laufen, ich bin einverstanden mit dem, was du mir einschränkst. Ich will das, was du willst, was willst du? Ja, das, was ich jetzt träume, du bist in einem Raum. Ich schaue mir den an, das heißt, ich mache den Beobachter und schaue mir an, was ich als Person eigentlich in mir mache, weil ich als geträumte Person, ja nur eine von vielen Personen bin, ich bin ja alle. Es ist wichtig.
Wenn du das Bewusstsein hast, dass du der Träumer bist deiner Welt, der Träumer. Dieser Träumer der Welt ist nicht dieser Körper, weil das, wenn du an dich selber denkst im Traum, bist du schon eine Figur im Traum. Es ist ein Unterschied, ob ich der Träumer bin oder bloß eine von fünf Figuren im Traum, auch wenn es die Hauptperson ist. Was hier eigenartig ist, das ist wie mit Autofahren. Alles, was man gewohnt ist, das läuft wie von allein. Das habe ich gerade in der Pause erzählt, wenn einer frisch einen Führerschein macht, ganz frisch. Wagen mit Handschaltung und er kommt jetzt das erste Mal in eine Großstadt im Feierabendverkehr. Dann ist aber alles auf 180. Das heißt hier, wenn ich schon meine ganze geistige Kapazität, meine Konzentration dazu brauche, dass ich richtig schalten tue, dass ich im Blinker setze, man muss ja so viele Sachen gleichzeitig machen, ist ja ganz irre, dann habe ich fast keinen Geist mehr über, um auf den Verkehr aufzupassen. Jetzt, wenn richtig heftiger Verkehr ist, ist natürlich, bin ich voll ausgelastet, aber umso mehr das für mich zur Gewohnheit wird, dass man Schlafwandler beschaltet, dann brauche ich keine Bewusstseinskapazität mehr und ich kann durch die Großstadt fahren, ohne Aufregung, weil genügend Luft da ist, um auf den Verkehr aufzupassen. Und wenn ich jetzt noch weiter gehe, dass ich täglich in der Großstadt rumfahre, dann passe ich eigentlich nicht mal mehr auf den Verkehr auf, selbst das läuft unbewusst ab. Welcher Autofahrer kennt es nicht, wenn er eine weite Strecke fährt, dass er im Auto sitzt und dann denkt er an irgendwas und plötzlich ist er 50 Kilometer weiter. Das ist ja wie das Buchlesen, wo ich sage, ich fange bei Seite 1 an und plötzlich bin ich bei Seite 100. Ich könnte überhaupt nicht sagen, dass gewisse Autos ich überholt habe, wenn man hierher fährst, Rainer, gewisse Autos du überholt hast oder was. Du bist nur in Gedanken, wo man es woanders. Jetzt ist die große Frage, gibt es das außen überhaupt? Eine ganz simple Sache, existiert eigentlich mein Armaturenbrett, wenn ich nicht dran denke? Fakt ist, dass du zu 90%, wenn du Auto fährst, und so längere Strecken, dass du, obwohl du doch die Augen offen hast, ist das doch überhaupt nicht vorhanden. Probier das aus. Außer ihr macht euch das selber glauben aufgrund eures materialistischen Glaubensbildes. Gut? Jetzt reicht's mal. Thank you.